Vor dem Tipp-3-Bundesligaspiel der Runde 13 zwischen LASK Linz und Meister Red Bull Salzburg stellen sich die Fans auf der Google nur eine Frage. Wie viele Tore sehen wir heute in dieser Begegnung? Beide Teams ja in den ersten 12 Runden Torgiganten. Die Stevenself weist ein Torverhältnis von 29 zu 15 auf. Die Hamann-Mannschaft ist so und so top. 31 Treffer für und auch gegen den LASK. Wer bei allen 12 LASK-Matches anwesend war, der sah im Schnitt 5,2 Tore pro Begegnung. Also es sind auf jeden Fall viele Tore garantiert. Und was interessant ist, egal ob wir offensiv oder defensiv spielen, wir kriegen die Tore. Also ist besser, wir spielen offensiv und schießen noch ein paar. Es wird auf jeden Fall unterhaltsam, dass heute keine Tore fallen werden. Das schließe ich aus. Ich garantiere das Spiel und die beiden Mannschaften garantieren für Tore. Aber ich hoffe, dass wir heute endlich einmal den Laden dicht machen. Ja, ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Gegner heute. Aber im Grunde kann man nur gewinnen heute. Und wenn man mit einem Punkt muss man heute zufrieden sein. Alles, was mehr ist, ist ein Bonus. Und wir können natürlich nur hoffen drauf. Auf der Google auch der noch Sportdirektor der Bullen, der Oberösterreicher Heinz Hochhauser. Ja, neuer Sportdirektor kommt, das wird nächste Woche der Fall sein. Und dann werden wir sie einmal zusammensetzen und dann werden wir wissen, wie es weitergeht. Was wäre so der Wunschjob? Ja, ich sag so, Wunschjob gibt es nicht, sondern es ist eine große Aufgabe bei Red Bull im Fußball weltweit. Und dann werden wir schauen, was der neue Sportdirektor oder der neue sportlich Verantwortliche für Vorstellungen hat. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Red Bull Salzburg, im österreichischen Fußball fast so etwas wie ein Reizwort. Geliebt oder gehasst, dazwischen hat kaum etwas Platz. Es ist natürlich so, dass die Salzburger nicht gerade den österreichischen Weg eingeschlagen haben, aber die Salzburger stellen eben andere Ansprüche. Der Sponsor und Clubeigner Matte Schitz möchte einfach in der Königsklasse, in der europäischen Königsklasse mitspielen und setzt natürlich hier, was Spieler anbelangt, andere Maßstäbe. Das ist natürlich auch mit enormen Geldmittelaufwand verbunden. Aber es sei ihnen nur gegönnt, dass sie wirklich auch für den österreichischen Fußball, weil wie Sie richtig sagen, in der Punktewertung bringt es Österreich oder die österreichischen Vereine wirklich weiter, dass sie hier wirklich auch erfolgreich sind und vielleicht auch in 2-3 Jahren vorne in der europäischen Spitze mitspielen können. Red Bull Salzburg spielt in einer eigenen Liga, spielt im Moment international sehr beeindruckend. Wir Österreicher freuen uns alle mit Red Bull Salzburg. Sie vertreten das Lande gut in ganz Europa. Und ja, wir werden schauen. Wir müssen alles geben, wir müssen kämpfen. Und wir werden heute vielleicht wieder ein bisschen mehr nach vorne spielen, weil das liegt uns mehr, als hinten zu verteidigen. Was rauskommt, werden wir dann sehen. Geliebt, gehasst. Ja? Geliebt von vielen Leuten, wenn wir erfolgreich sind. Der Neid, der ja bekanntlich eine große Kraft ist in unserem Leben oder in vielen Leben, ist dann der wieder, der sagt, ja gut, bei denen ist klar, die haben alles, die kriegen alles und so weiter. Und dann natürlich auch der Hass, weil die anderen sagen, okay, wir haben diese Möglichkeit nicht und darum ist immer eine große Herausforderung für jeden, gegen uns zu spielen. Und das sehen wir in jedem Match, denn gegen uns spielt jeder volle Kanne. Und das müssen die Spieler bei uns einfach wissen. Und am Anfang haben sie oft ein Problem, aber schon langsam kommen sie dann auch drauf, dass so ist. Die Stimmung unter den 9000 Fans ist am Beginn dieser Begegnung ziemlich gut. Nach 15 Minuten gibt ein Flutlichtmast frühzeitig WO. Fritz Stuchlig, der Schiedsrichter, sieht dennoch genug und lässt weiterspielen. Für die Fans gibt's nicht sehr viel zu sehen. Licht gibt's zwar genug, aber gute Szenen und Tore fehlen. Mir ist im wahrsten Sinne des Wortes noch kalt. Also Salzburg, die Salzburger gelingt es eigentlich nicht, trotz sehr vieler Fehler in der Abwehr des LASK, dass sie wirklich zu Erfolgen kommen. Ja, man kann für die zweite Halbzeit nur hoffen, dass es wärmer wird. Die zweite Halbzeit zwar etwas besser, mit ein paar Chancen auf beiden Seiten, aber untypisch für die beiden Teams. Es fehlt kein einziges Tor in den 90 Spielminuten. Zufrieden mit dem einen Punkt ist man nur auf Seiten der Linzer. Also ich glaube, wir können schlussendlich sehr zufrieden sein.
endlich einmal wieder kein Tor bekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die ganze Mannschaft und vor allem für unseren Tormann. Und ich glaube, mit dem müssen wir und können wir auch leben mit dem 0-0. Und ich glaube, das ist ein gutes Gefühl für das nächste Spiel auswärts in Kaufenberg. Ja, wir haben durchaus wieder Chancen gehabt, hätten Tore erzielen können. Und ich denke, es wäre letztendlich vielleicht verdient gewesen, wenn wir das eine gemacht hätten, weil wir doch die klareren Chancen hatten. Wir hätten sicher 2, 3 oder 4 Situationen gehabt, wo wir einfach besser spielen hätten müssen, einfach besser zum Torerfolg hätten spielen müssen. Aber ich glaube, wenn man das Spiel vom Sonntag nachher nimmt, wo überhaupt nichts noch vorgegangen ist, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben, ist das schon sehr positiv heute. Absolut nicht zufrieden ist man auf Seiten von Red Bull Salzburg. Ja, defensiv waren wir vielleicht beide heute gut, aber in der Offensive, die Chancen, die wir eben gehabt haben, haben wir dann zu wenig halt genützt und ja, somit stehen wir leider jetzt nur mit einem Punkt da. Der Salzburg-Coach hat im Spiel mehr Möglichkeiten entdeckt als die Fans. Dennoch zeigt er sich danach unzufrieden. Ja, ich gucke nicht nach anderen, ich gucke nach uns. Und man ist nicht zufrieden, wenn man hier ein Unentschieden rausholt. Man hat ihn hier gewinnen müssen, aber ich gucke nicht nach die anderen, weil das finde ich nicht wichtig. Aber wenn es der Tabellenführer ist, wie es die Austria war? Ja, das finde ich nicht wichtig. Am Ende der Saison, dann wird die Liste interessant. Aber für einen Trainer ist die Liste vorher nicht so interessant.